Yeah. Coming in. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LA BB, who we running with. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Ausgabe von Angezweifelt. Heute haben wir mal was ganz Extremes vom Trailer abgeladen, und zwar ein Auto, was extrem breit ist, zum Thema Anbauteile, Bodykit und ähnliches. Natürlich wieder an meiner Seite den ultraattraktiven Heiner. Von dir würde ich jetzt gerne mal wissen, grundlegend, wenn wir jetzt mal dieses wirklich Extreme außer Acht lassen, was ist denn bei einem Bodykit grundsätzlich zu beachten? Es gibt ja verschiedene Materialien, verschiedene Dokumente zu den Materialien, Kombinationsmöglichkeiten, Schwerter hier, Flaps da. Fang doch mal vorne an. Ja, grundsätzlich haben wir auch hier wieder ein volles Schiffmeilblatt. Diesmal nicht 751, sondern 744. Alles Neues, ne? Das gibt vor, welche Formen und welche Maße so ein Frontansatz beispielsweise haben da. Frontstoßstangen, Heckspoiler und so weiter und so fort. Und da müssen natürlich neben vielen anderen Sachen Material geprüft sein, sprich Splitterverhalten, Bruchverhalten. Die Aerodynamik muss überprüft werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier schauen, haben wir einen Extremsplitter, der so in dieser Form nicht eintragbar ist, weil er einfach zu weit nach vorne raussteht. Und das nächste ist, man muss natürlich nachweisen, schafft er das überhaupt, wenn da Luft drunter kommt, dass der überhaupt hält. Haben wir denn generell die Möglichkeit, Eigenbauteile irgendwie eingetragen zu bekommen? Ein klares Jein. Also es gibt tendenziell schon die Möglichkeit. Je nach Baujahr muss man da mehr oder weniger Prüfungen absolvieren, um das Ganze eintragen zu können. Je neuer das Fahrzeug ist, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, circa Baujahr 2003, dass das Fahrzeug eine Fußgängerschutzprüfung über sich ergehen lassen hat bei der Grundhomologation. Und wenn das so ist, muss man die Fußgängerschutzprüfung natürlich neu nachweisen. Das ist auch wieder eine zerstörende Prüfung, wo das entsprechende Teil dann auch nicht überlebt. Und deswegen ist der Aufwand relativ hoch. Wenn wir jetzt natürlich ein älteres Fahrzeug haben, da sind die Vorschriften noch nicht so ganz streng. Da muss man natürlich nach dem Material schauen, muss nach der Form schauen, nach der Aerodynamik schauen und so weiter und so fort. Wenig ist es trotzdem nicht, aber es ist auf jeden Fall einfacher bei einem älteren Fahrzeug. Trotzdem muss man immer von Fall zu Fall schauen, also mit 2,50 Euro ist das auch nicht erledigt. Also es gibt ja auch aktuell so eine Handvoll Hersteller, die diese extrem Wide Body Kits anbieten. Haben die grundsätzlich immer Papiere, um das einzutragen, oder gibt es die ohne Papiere oder nur mit einem Materialprüfbericht, dass du zumindest irgendeine Grundlage hast? Wie verhält sich das? Weil man sieht die häufig immer mehr, meistens bei auch teuren Fahrzeugen. Wie läuft es da? Gut, dazu muss man klipp und klar sagen, pauschal kann man es nicht sagen. Es gibt natürlich Hersteller mit Teilegutachten, es gibt Hersteller, die nur Materialgutachten mitliefern. Wichtig ist natürlich, wenn ihr sowas habt, wo kein Teilegutachten dabei ist, sprecht es immer mit dem TÜV-Prüfer ab, weil oftmals kann man die Sachen nicht eintragen oder nur mit riesigem Aufwand für die ganzen Prüfungen. Also auch hier, wenn nicht mal Materialnachweis vorliegt, dann ist die Sache eigentlich von vornherein gestorben. Also ich weiß aus der Vergangenheit, den frühen Jahren meiner Tuning-Geschichte, da gab es Kandidaten, die haben gerne mal mit GFK viel gearbeitet, das macht man, glaube ich, heute auch nicht mehr ganz so viel. Da hat man mal hier noch einen Ansatz anlaminiert und da noch anlaminiert. Wie verhält sich das, wenn ich jetzt heute mit einer Stoßstange komme und dir auch im Vorfeld offen sage, du, ich habe da unten dieses Schwert, da gab es auch mal ein Papier dafür, das habe ich aber anlaminiert, dass es nicht aussieht wie angesetzt, sondern aus einem Guss. Ist sowas möglich, wenn ich dir so dokumentiere, wie viele Schichten und so weiter, oder eigentlich Eigenbau wirklich keine Chance? Wie gesagt, keine Chance ist falsch, aber eine reelle Chance, das kostengünstig hinzukriegen, die ist relativ bei null, weil man muss dann auch wieder über die verschiedenen Schichtdicken nachweisen, Bruch-Splitterverhalten, wie schon angesprochen, da muss man, wie gesagt, schauen mit dem Fußgängerschutz, wenn möglich. Und wenn der Fußgängerschutz natürlich nicht notwendig ist, muss man trotzdem noch gucken, Formgebung der Stoßstange, hat sich das Gewicht massiv verändert, reichen die Halter noch aus und so weiter. Also es ist extrem umfangreich und ich würde definitiv davon abraten, da irgendwas mit Eigenbau zu machen, weil es halt einfach im Nachweis, um das legal einzutragen, doch recht umfangreich ist. Und dadurch wahrscheinlich die Kosten für eine, bleiben wir mal bei der Frontstoßstange, die Kosten für eine Frontstoßstange mit Teilegutachten bei Weitem übersteigt. Jetzt haben wir ja hier ein krasses Beispiel, dass dieses Fahrzeug ja jetzt wirklich deutlich breiter ist, wie er mal vom Band gelaufen ist. Gibt es eine Maximalbreite, oder wie kriege ich
mal unabhängig von Dokumenten und Legalität, wie würde ich so eine Breite legal hinbekommen? Ich sehe hier Kombination Spurplatten, Adapterplatten, sonstiges. Was ist da alles zu beachten? Gut, generell darf ein Fahrzeug in Deutschland ja 2,55 Meter breit sein. Breiter darf man natürlich nicht gehen, es sei denn, man ist ein Kühl-LKW, aber das sieht jetzt nicht wie ein Kühl-LKW aus. Und ansonsten ist halt wie gesagt noch das Problem mit der Spurweite, die um maximal 2% verbreitert werden darf. Alles, was drüber ist, braucht man wieder Festigkeitsgutachten. Also die Grenzen sind da doch relativ eng gesteckt. Dann können wir ja tatsächlich froh sein, dass es sich bei dem Auto um ein reines Spielzeug auf dem Trailer handelt. Noch für mich kurz informativ, wenn jetzt Leute kommen mit verschiedenen Bauteilen, es gibt da ja GFK, dann gibt es Carbon, dann gibt es ABS und so weiter. Ist für dich irgendein Werkstoff davon der angenehmste, weil da oftmals die beste Dokumentation verfügbar ist? Oder kann man das pauschal gar nicht sagen, dass jetzt ABS-Teile die besseren sind oder die schlechteren? Kann man pauschal nicht sagen. Okay. Dann hoffe ich, dass wir euch einen kleinen Eindruck vermitteln konnten zum Thema Bodykits, was wichtig ist, was es für Möglichkeiten gibt und was vor allem eher nicht möglich ist. Sollte euch die Sendung gefallen haben, teilt es in die Welt, liked es in die Welt. Und wenn ihr irgendwelche besonderen Fragen, gerade Material und Co. irgendwie Möglichkeiten habt, direkt an ihn oder seine Kollegen wenden. Wie kann man euch am besten erreichen? Ihr erreicht uns über tüv-süd.de/tuning. Da ist ein Kontaktformular, wo sich dann ein TÜV-Süd-Sachverständiger des Vertrauens meldet. Oder mich direkt über Facebook Heiner M. Tuning und Motorsport oder über Instagram Heiner Racing. Und worauf ich jetzt überhaupt keinen Bock habe, ist das Teil wieder auf den Hänger hochzuziehen. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.